Ja, ich bin überhaupt nicht mehr zufrieden mit dem Ständer. Let's go. Leute, sendet mir eure Clips über Instagram zu oder kommt auf meinem Discord-Server. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Ich dreh gleich hier. Mach dich in dein Zimmer. Mach dich in dein Zimmer. Raus hier, verdammt nochmal! Ach du Scheiße. Ich bin hier! Ach du Scheiße. Immer dasselbe. Du hast kein Gesicht. Wenn mit dem Pit kommt, ich spiel ein bisschen mit den Reifen heute. Das wird echt cool. Hier, Mann. Pass zurück. Oh mein Gott. Ganz vorsichtig aber. Leute, Deutschland gegen Portugal spielt gerade und Deutschland ist einfach am Verlieren 1-0. Die werden noch sehen. Deutschland ist so schlecht, Digga, die werden so verlieren. Marokkaner, Babalocken. Halbe Kiste, wenn wir. Ein Tag in London. Eine Woche in London. One month in London. Hey guys, greetings from London. I love London so much. Big time, guys. It is so amazing. Digga, white people. Out here, the Tower Bridge is like so big. Gorgeous, guys. Hey Nadja, soll ich dir mal unter die Arme greifen? Nadja, das ist ja jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? So funny, so fucking funny, man. Nadja, bleib auf dem Teppich. Do you know the reason why I stopped you? No, we don't know. Because the car is very ugly. Oh, okay. Natürlich, Digga. Okay. Okay. Oh, Schatz, guck mal. Was denn? Das hab ich gerade aus dem Kühlschrank geholt. Was ist das denn? Das bewegt sich. Ist das ein Küken oder was? Ich weiß nicht. Servus, wieder gegen Portugal gewonnen. Wenigstens ein Tor geschossen. Und du paar Querpässe. Ach, du kennst mich doch, ich spiel nie Risiko. Wenn wir wegen mir ausscheiden, wegen einem Fehlpass. Also ehrlich, wenigstens einen Ball hättest du heute zu mir spielen können. Hä, wieso? Na, damit ich zwei Tore schieße und nicht nur eins. Ich bin doch nicht lebensmüde, Mann. Gib mir noch mal dein Trikot, bitte. Mein Sohn fragt die ganze Zeit nach Messi sein, aber der spielt ja nicht mit. Nee, das kannst du jetzt vergessen. Ja, dann lass es lieber. Ich will es eh bei eBay verkaufen. Fuck Israel, free Palestine. Fuck you, Palestine is... Bruder! Während die Pardon. Während. Während die Debatte. Pizza oder Pasta? Klavier. Hey, stopp! Wo geht's denn hier zur Tankstelle? No, immer der Nase nach! Danke! Um ein Zeichen zu setzen, dass mich als Teil der LGBTQ Rüsi zu zeigen. Was ist das?
frisch und sauber, süß und sexy, laut und knallig. Yeah, nochmal. Baby. Frisch und sauber, süß und sexy, laut und knallig. Geil rasierter Schritt, braune Haare, Babalocken. Trainer, komm her. Trainer, kommen Sie bitte. Trainer, kommen Sie bitte, kommen Sie bitte, kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte. Komm. Erstmal einen großen Dank an diesen Mann hier. Ich denke, dank seiner Hilfe haben wir das hier geschafft. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Trainer, was sagst du dazu? Ich habe mit einer super Mannschaft arbeiten können. Und mit super Fans. Und das macht immer Spaß. Ja, danke, jetzt können Sie wieder gehen. Danke. So, was ist heute passiert? Ich bin auf Toilette. Das geht nicht, also gehe ich da rein pissen. Kommt eine Frau rein, labert hier irgendwas über das da, geht raus und eingesperrt, Digga. Herr Berg, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Ah, Tomato liegt im Kostüm. Chilling, rein in die LSD-Masse, woo! S42, Ringbahnlinie, zurückbleiben bitte. Junge. Nein, Alex. Wow. Ich finde das katastrophal, diese Aussage. Ja. Da muss man sich wirklich fragen. Ist das ein Nachtreten so ein bisschen? Auch? Ja, vielleicht ist auch ein bisschen sauber, aber das ist auch eine Charakterfrage. Ja, 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 klar. Elena, ich finde, du machst es richtig gut heute. Danke. Nicht zu früh loben. Nein, nicht zu früh loben. Nein. Ich find Elena ist krass guter Teammate. Oh. Und Slavik auch schon. Ey, Sascha? Yes. Du spielst auch Warzone, oder? Ja, lass mal zusammenspielen. Ja, bitte, lass mal. Oh, spielen. Oh nein, Honey, please. Ich nehme doch das Ding mit nach Hause fürs Team. Sascha, ha? Ist lustig. Ja. Oh, mein Auge. Ich hab was im Auge. Okay. Ich kann nichts sagen dazu. Ich hab grad wirklich was im Auge. Chillig. Was ist los? Willst du Stress? Warum bist du, Alter? Komm raus, Bruder, komm raus! Komm mal, komm! Haha, guck mal, was man alles erreichen kann, wenn man diesen Ausländern mit einer Anzeige droht. Ich hab jetzt einfach hier meine eigenen Chauffeure. Könnt ihr euch ein bisschen beeilen? Ich will einfach nur, dass sie keine Anzeige machen, sonst nicht. Ja, beeilt euch einfach, ich muss jetzt nach Hause. Bitte, gebt mal ein bisschen Gas jetzt. Digga. Jetzt hab ich nochmal eben. Danke. Nochmal Entschuldigung. Das ist kein Thema. Immer diese Ausländer. Kommen wir zum nächsten. Ja, halt nicht direkt mein Typ, aber ich finde so im Bart sieht's auch. Ey, ich drehe demnächst mit Lustigkeit auch was. Die hat mich gefragt. Also ich gibt es eigentlich. Es gibt auch selten Bodybuilder mit Bart, oder? Das ist kein Bodybuilder, das ist einer der stärksten Männer der Welt. Das ist der. Das ist Rainer Winkler, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Okay, krass. Sieht flauschig aus. Ich mag flauschig. Sieht aber sympathisch aus. Also wäre nicht 100% mein Typ, aber sieht chillig aus. Das wäre auch. Ich glaube, das ist ein Mann, mit dem man sehr gut chillen kann und der einen immer beschützen kann. Den finde ich zum Beispiel, da hätte ich ein größeres Sicherheitsgefühl als mit so einem Bodybuilder. Aber der isst dich halt auch auf, ne? Wenn du frech bist, so. Aber ist doch witzig. Rainer. 1,95 groß, wiegt 180 Kilo. Crazy. Was wiegst du? 52. Er wiegt 180. Okay, das ist schon eine Maschine, ja. 180 Kilo. In der zweiten Liga keine auffälligen Situationen. Hat der Zweikampf. Oha, Lana, Manakuin! Digga, der was? Der schießt ja nochmal hinterher. Der Schiri zeigt sofort die rote Karte. Runter mit dem! Was passiert hier? In der Wiederholung sieht man jetzt erstmal nichts Auffälliges. Alles fair soweit. Und dann packt der Junge, einfach mal den Sidekick fuck? Aus. Und als ob das nicht ausreicht, nochmal der Schuss hinterher. Der arme Cousin hat nicht nur Haarausfall. Jetzt ist er vielleicht auch noch impotent. Und der Täter ist immer noch nicht vom Platz runter. Kann den mal der irgendjemand runterschmeißen. Spielte darauf brünstig und taufte diesen Knaben zum Flötenmeister.